Zahntechniker machen dort. Ja, das macht es. Das ist eben eine Herausforderung. Schnitzerhex und Ideenhex und was auch immer, oder? Die Idee ist eigentlich von denen gekommen, die jetzt nicht am Kleistern sind, dass wir einen Wagen machen mit der Hexenkrawatte. Das ist eigentlich unsere Krawatte. Darauf ist das Schloss und zwei Gründerhexen. Und unten dran Schlosshexen sehr ganz. Und jetzt machen wir das auf einem Wagen auf das Schloss, mit einem Stegen auf beiden Seiten, wo ein paar draufhocken können. Und dann können wir vier Larven. Also, dass wir auf beiden Seiten vom Fasnachtswagen diese Grinde drauf hin und das Schloss sichtbar. Und wir haben jetzt das Ganze etwa 3,70 Meter hoch am Boden, bis Oberkantturm. Und die Grinde, die wir jetzt hier machen, sind etwa 1,15 Meter, 1,20 Meter gross, maßstäblich dazu her. Und dann haben wir die vier Gründerhexen, also die Larven von denen haben wir genommen. Und wenn wir jetzt den anschauen, das wäre jetzt die Schlosshex, der hier, das ist die Vorgabe. Der hier drauf, das ist die Schlosshex. Das, die Gelb dort, das ist die Gewundernase. Also die Gewundernase ist so entstanden, wir haben in St. Gallen gewohnt, gerade neu Zimmer gezogen. Und dann haben wir eine Hausvermieterin, eine Nachbüre gehabt. Und dann haben wir festgestellt, die ist immer gewünderlich, wie wir nicht herum gewesen sind. Und das war so eine mehr bessere Frau gewesen, immer ein bisschen dekoriert, gemalt. Und dann irgendwann, als ich mal angefangen habe zu schnitzen, ich dachte, jetzt mache ich ja mal die Gewundernasen. Und dann ist das Bild entstanden mit der langen Nase. Und schön geschminkt, ein bisschen Rausch drauf und an den Augen auch ein bisschen. Und das ist eigentlich ja, eine Nachbüre aus St. Gallen, die uns einmal ein bisschen genervt hat. Eben, die hat die Nasen überall hinein, sagt man bei uns. Also mit der Zahntechnik war es ein eine Herausforderung. Und sie ist jetzt auch mit Kleistern, um die zu setzen im Ganzen rein. Und jetzt der Kleister, die Fülle, die Massen herumzutun, ist ein eine Herausforderung. Aber das war gerade gewesen, der Röni. Der Röni ist ein guter Zahntechniker da unten, also. Gute Vorgabe gehabt, würde ich sagen. Also eben, das ist jetzt die Gewundernase. Die ist jetzt so weit, die geht jetzt auf Heilig Kreuz ein. Dort ist eine Frauengruppe dran. Letzten Mittwoch waren sie das 12. mit den Golfen. Dort haben sie jetzt die Jelly schon fertig gemacht. Und die Gewundernase, die wird jetzt heute abgeholt. Die geht auf die Reise, kommt dort ein und dann wird die eben mit 3 Lagen beleidigt. Dann kommt sie wieder zu mir und die kommen in Konturen, Augen und so Sachen rein. Und das, was dich interessiert hat, ich gehe jetzt einmal mit der Zringel um hier. Wir müssen die können am Wagen aufhinken. Das heisst, wir hinterher hier ein Fahrgestell gebaut, wie bei einem Flüger, und dann haben wir einfach noch eine Deck drauf gemacht. Aber die kann man jetzt hier packen. Ich kann die aufhängen am Wagen hier oben. Von hinten sieht sie nicht ganz so schön aus. Ganz verrückt, hä? Ja, aber nur einhändig. Ja. Ja, aber weißt du, wenn es nass immer ist, hast du immer noch das Gefühl, manchmal sei es sehr dünn, mehr gestreut. Ja, ja. Ja? Ja, dann tun wir dann etwa einen halben Zentimeter Farbe drauf. Make-up. Wetterfest. Ah, ist noch nicht gut. Da merkt man den Draht noch. Jetzt verliert es auf dem Weg. So, schau mal. Von denen, die ich da drauf tue, habe, die 30% Frohrung, die wir an die Nase hergeklebt haben. Dann der Trump gestern. Und dann habe ich vom FC St. Gallen habe ich noch etwas hinten drin tue. Und was ist sonst noch? Ja, viel, ich will jetzt keine Werbung machen, aber dort also eine Zeitung mit ein paar O drin. Die sind sehr gut zum Kleben, ein spezielles Papier da unten. Und das ist auch schön, wenn es ein bisschen uneben ist. Das tut sich wirklich ineinander reinfalten. Das ist auch gut. Ja, aber Baro, bist du ein Fremdgänger? Das ist im Fall nicht das ganze Länder, ne? Das ganze Länder. Ist sehr schade zum Verkleben.
Und Veli hat das beste Papier und es ist gut zum Verkleben, damit es endlich weg ist. Du willst jetzt wissen wegen der Coop-Zeitung, oder? Ah. Hier ist die Reklame, die immer so gratis ins Haus kommen. Das sind ganz feine Blättchen, die sind sagenhaft zum so. So nehmen wir in so ein Gewett rein. Kannst du jetzt gerade schauen, hier. Da tun wir jetzt noch ein bisschen rein. Du kannst sogar ein bisschen wursteln. Hier. Hast du nicht noch 5 Rappenbank und Benzin dabei gehabt? Der hat die Gabi hier oben hergelegt und jetzt ist der Keim aber abgelaufen. Da könnten wir auch noch nie. Wenn wir nicht zu wenig Zeitungen haben. Ne? Ja, im Moment haben wir noch genug Zeitungen. Das sitzen wir dann am Bund auf die Seite. Aber siehst du nicht, dass jetzt schön kommt hier unten? Das ist ja so. Ich tue eigentlich nochmal so ein bisschen Sachen, die ich noch gerne habe. Gell, ist ein so einer, der einfach Augen da macht. Ja, er tut eben die Augen und alles, wie es muss sein, oder? Er weiss gerade, wie die Larve aussieht. Wir tun nur vorschaffen. Aufschaffen. Du meinst, wie in der Küche? Ja. Der, der Punkte hat. Genau. Das ist eben nicht so gut. Ja, du weißt jetzt wie die Augen. Das habe ich wählen, dass er hier noch ein bisschen höher kommt. Das sind Kleinigkeiten. Aber eigentlich sieht es ja gleich keiner vom Trottoir weg. Jetzt kannst du noch den Garten durch. Alles klar. Nein, nein, noch zwei Lagen. Immer aufhören. Und wir haben Mittwoch 3 Lagen gemacht. Weißt du, was mir auffällt? Es ist viel lauter bei den Frauen. Es ist viel lauter bei den Frauen, ja. Wir haben eben hier Spezialtechnik. Aber auch sonst haben wir einen Kopf schneller nicht. Ja, man muss sich doch unterhalten. Für das sind wir ja zusammen, oder? Aber der Mann, der den Tipp abgeht, dass sie auch ein bisschen schneller vorankommen können. Das kennt ihr nicht, gell? Ja, weiß nicht, nein. Das ist so ein Geheimnis. Nein, gell? Nein, das sagen wir nicht. Betriebsgeheimnis, gell? Ja. Ja. Eine versteckte Kugelsache. Sind ihr in einer anderen Gruppe oder was ist das? Ja. Wir sind in der Hausfrauengruppe. Wir haben vor 2 Wochen, Mittwochnachmittag, sind wir 5 Frauen und 12 Kinder. Okay. Genau. Dann ist es noch etwas anders zu und her gegangen. Ja. Florian, machst du mit hier bei der Fasnacht? Ja. Du schau dir recht auf, was ihr hier verklebt. Was ist das eigentlich? Ja. Kleister, oder? Ja. Nein, was meinst du, der Artikel? Was auf der Zeitung? Ah, ja, das zeigen wir auch schon. Für ewig. Gell? Genau. Also wenn der Trump dort ist, kommt er auf die Nase oder vorne her? Was, wenn? Trump? Der Trump, der kommt gar nicht drauf. Dann tun wir weg. Dann tun wir weg. Möglichst weit unten, dass man ihn nicht sieht. Dann tun wir nicht her. Dann wollen wir nicht. Eiskönigin. Oh. Die muss sicher drauf, gell, Florian? Warum ist das? Ja, die haben meine Mädchen die so gern. Nadja, wie bist du zum Föhn gekommen? Wie ich zum Föhn gekommen bin? Keine Ahnung. Mikrobudget. Das ist ja besser aber grün sein. Keine Ahnung. Das, was man halt gerade rum hat. Wir haben es immer lustig. Also, gell? Also wenn ihr unter uns sind oder wenn die Männer dabei sind auch? Ja, schon mehr unter uns. Das kannst du es so nicht sagen, geht ein der Wagen von der Garage. Genau, genau. Du musst ja mit vorsichtig sein, was ich da sage. Im Moment die Kleinstecks. Nein, komm, dann kannst du sagen. Was hast du gesagt? Eben im Moment die Kleinstecks. Ja, kannst du nicht bringen. Es kommt dann nochmal eins. Das ist Heilige. Januar. Oh, Januar kommt noch die Allerklinz, gell? Bei dir? Nein, nicht bei mir. Nein, wir sind fertig. Ich habe ja gerade die Einzige, dass es ein bisschen komisch. Nein, das ist jetzt die Klinz, gell? Also alles, was rund um einen Jungen geboren wird, wird der Hex. Ja, genau. Aha. Ja, der Hex. Und dann aufgenommen. Aber sie verschlaft jetzt, gell? Das hätte sicher keine Freude, wenn er das zeigt. Was ist da? Da, Baugesuch. Fils Moser Johannes. Was baut er? Das ist ein Schlosshexe. Ausbau landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsweg. Ah, also siehst du, die Hexenarbe gibt einiges her, gell? Ja, ja. Was man da alles herausfindet. Also die Zeitung, die wir sonst nicht lesen können, können wir so mal ein bisschen lesen. Ich bin mal informiert irgendwann.
Jetzt haben wir mal Zeit zum Zeitung lesen. Ja, genau. Hilft mir nicht jemand ein bisschen bei meiner Maske? Hä? Wohin tun wir jetzt den Ausbau vom landwirtschaftlichen Land? Ja, hier auf die Nase. Auf die Nase. Da vorne ein bisschen. Da vorne ein bisschen, warte mal. Ja, jetzt nicht. Ja, der Florian hat es gerade hochgelassen. Hä? Der Florian hat es einfach hochgelassen. Wieso? Sicher nicht. Ja, schon noch. Nein. Oh, aber jemanden muss man halt auch ein bisschen machen lassen und dann, wenn er sich meldet, dann kann man wieder ein bisschen helfen. Das ist schon gut. Ja, ja. Das ist so. Hat Florian auch schon gekauft? Ja. Am Anfang hat er noch nicht so Vertrauen gehabt. Es war schon ein bisschen kritisch gewesen, dass wir da mit den Kindern und so. Und dann haben wir sie dann gebracht, weil er noch so Details hat müssen machen. Und dann habe ich dann gesehen, wie seine Maske aussieht und wie unsere aussieht. Dann hat er gefunden, ja, wir haben das also schon perfekt gemacht. Seitdem ist gut. Seitdem lässt er uns recht gut arbeiten. Ist er nicht mehr streichen gekommen? Dort noch ein bisschen mehr? Nein, ja. Nicht mehr. Er hat sich nicht mehr getraut. Ist es okay, wenn du jetzt an der etwas weitermachst, wenn ich komme mit dem Ballon? Ja. Und du an deinem Ballon? Ah ja, das kannst du natürlich auch. Aber dann müssen wir den hier wieder haben. Bitte musst du dir, wenn ich ihn platziere. Was? Los, zeigen. Was hast du da hinten? Ein Ballon. Hoi. Du, wie ist da mit der Maske? Helfen Sie zum Beispiel, die Mama? Oder lässt sie ein bisschen hocken? Oder hat sie noch Zeit für dich? Ich mache es ein bisschen alleine. Gell? Du bist viel alleine der Fasnacht, gell? Es ist noch oben auch, he? Ja. Was hast du gemacht? Hä? Gipsmaske für Kind. Das gibt dann noch eine. Ja, das sieht jetzt noch so aus, aber es gibt dann auch eine Hexenmaske. Es ist einfach noch nicht. Die Nase fehlt noch und so ein bisschen Konturen. Das ist jetzt einfach mal der Abdruck. Das haben wir für alle Kinder haben wir das gemacht miteinander. Du, was machst du bei der Fasnacht sonst noch? Sonst habe ich keine Zeit mehr für etwas. Der Mann kocht, weißt du? Ja, nein, der ist auch dabei. Aha. Aha. Die sind alle dabei, du. Hey, hey. Wir haben nichts mehr Zeit. Jetzt Hans. Genau. Das ist vom Rolli, der Bruder. Kommen wir hier her. Und nachher haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Ich schaue, dass ich nicht auf die Schuhe und auf den Boden pinseln. C. Nur auf die Abdeckung. Jemand kann Weiss nehmen und C machen. Es hat im Ganzen etwa 7 C zum Holen. Kann jemand mit einem feineren Pinsel den C machen? Kannst du auch helfen? Gut. Jetzt müssen wir aber die aufbringen. Wie bringen wir die auf? Mit gutem Bier. Hast du Schraubenzücher oder irgendwas? Ich kann die Sackmesser auch noch nach Hause liegen. Ja, schon. Du, gell? Man fragt sich, wie man es geschafft hat, ohne den Rolli. Dann muss man sich nicht fragen. Gell? Aber ihr dürft das erste Mal überhaupt mitmachen, gell? Ich hätte so richtig, dürfen also das erste Mal. Also richtig, wir Frauen, glaube ich, schon ein bisschen, oder? Gell? Die Schichten müssen machen, dass man das deckt. Die ist sehr gell. Muss man noch mischen, oder ist es gut? Das ist alles. Gute Flüterschiene, das ist schon nochmal fahren. Ja, vergeht nicht, dass man den Zeitungsartikel von Trump und Alstone die Reklame nicht mehr sieht. Willst du den Tröpfner mitnehmen? Ich sag, Hans-Jörg ist bei uns oben, wir haben gerade den Tröpfner geklappt. Er hat das gesehen. Da haben wir noch etwas auf Bau gesucht drauf, oder nicht? Ja, genau, aber das ist glaub, schon wieder abgedeckt. Dein Bruder baut, gell, irgendetwas? Weißt du das? Nein. Er hat einen Bau gesucht. Wo haben wir es drauf gehabt? Irgendwo ja, da, gell? Auf der Nase, irgendwo ist es. Auf der Nase. Wo haben wir es? Irgendetwas wegen einem Weg bei dir oben. Ja? Aha, ja, gut, ja. Hä? Ja, das ist schon gebaut. Hast du das? Ah, das ist. Was ist das? Das ist schon älter. Schon gebaut? Ja, das ist schon lang. Ja, das ist schon älter. Weißt du, da rundum nicht. Da ist einfach so. Ja, aber du hast jetzt einen anderen Pinsel. Hier kannst du aufmalen, ich kann dir noch einen aufziehen. Ja. Mit dieser? Mhm. Und hier wie windig? Dort machen wir wahrscheinlich schwarz. Also hier mit zwei und einwindigen Wellen? Ja, schwarz drinnen. Und die Augen hier? Alles ausmalen? Die kannst du mal voll durchmalen. Ja, die kannst du voll durch, gut. Dass sie ein bisschen angetrocknet und dann kannst du noch... Also ihr macht das gut, muss ich sagen. Ja? Ja, und jetzt, was machst du? Ich tue jetzt den Anfang ein bisschen die Farbe.
noch ziehen. Wie sieht es das Gefühl, du redest noch? Ja, musst du die Leute mal instruieren, wo du wieder Hase läuft. Also gibt es eine Anleitung? Nein, du musst einfach alles anbinden. Also die einzige Anleitung ist der Oli. Ja. Ja, ist gut. Aber weißt du, jetzt, wo du schon das erste Mal etwas mitmachen darfst, jetzt einfach selber. Jetzt ist der Oli mal dabei, jetzt haben wir. Ja, jetzt ist er nie dabei gewesen. Das wäre noch interessant. Mal oder mal, schwarz drauf, mal schauen, was er sagt. Nein, der würde. Was? Ich wäre gerne. Ich habe ja schon Dusche genommen. Jetzt hat eine mal umgekehrt, gell? Ah, ja. Ja, die ist mal umgekehrt. Und dann? Ist etwas abgebrochen? Nein, wir haben nur gemeint. Das ist nichts abgebrochen. Wir nicht mehr gewusst, wo. Wahrscheinlich ist es eben hier innen. Haben wir noch Schwenken. Das ist etwas, der Oli hat und nicht rausgenommen hat. Du, apropos, hast du frei bekommen? Kind nicht dabei heute? Nein, ich muss es mal anschauen. Aha. Wir müssen abschleichen. Gell? Muss man nicht? Ja. Es ist für mich schön, für Ruhe. So ohne Kind, ist richtig ruhig. Du, wenn ich so da durchschaue, ich habe das Gefühl, die Frauen können das viel besser malen. Und bei mir da ist es überall so. Ich kann besser schnurren, so wie der Rolli. Ja. Die Frauen können besser kleisten. Oh, jetzt muss ich aufpassen, jetzt ist er da. Achtung. Schau mal, jetzt gibt er noch den letzten Schmiss da oben. Schau mal. Mit diesen feinen Pinselstrichen, gell, Rolli? Da betörst du jetzt die Frauen, hä? Du meinst, ich bin nicht so gut im Rausch auftragen. Ja, weiss nicht. Du als Ulmer Direktor natürlich, hast du den schon manchmal gemacht, hä? Nein. Nicht? So, dort habe ich noch Geld drauf gehabt. Ein bisschen zu viel. Betörend, die roten Lippen, hä? Ja, das sollte schon. Wenn du dort die Uhrmasken anschaust. Es braucht schon ein bisschen Farbe. Da kommt sowieso noch ein Blau drüber. Warum ist denn bei dir rot Lieblingsfarbe? Auf die andere Seite, schau. Ich weiss es nicht! Ich weiss warum, ich weiss es! Weißt du warum? Warum? Wegen der roten Lippen, die man gerne küssen tut. Nein! Mal! Nein! Eine Schicht ich glaube, mal noch drauf tun. Kannst du noch drauf tun? Nein, hat sie so gewöhnt. Das ist sehr schnell trocken. Ja, super gesehen. Was ist denn das für ein Büschel dort? Eine Warte. Das ist eine Warte. Schau dort unten, das ist schon original. Ja, aber die sind verrottet. Welche Hexe gefällt dir am besten? Die. Die? Das hast du auf die Mama gezeigt, oder was? Oder auf was? Genau. Auf die Hex hier. Ah, die Hex, okay. Und dann eben am Morgen noch, oder am Nachmittag noch, geht die Burg auf unserem Wagen ein bisschen zementieren, ja, dass sie ein bisschen nicht mehr so weiss aussieht, ein bisschen dunkler. So, gibt es daheim noch zu essen? Oder gibt es nur gerade malen, föhnen? Kochen die Mama noch überhaupt? Ja. Schon? Und die anderen bringen auch mal auch etwas mit, um zu essen. Ja, immer wenn ich etwas. Egal was für ein Zeffer ist, muss ich gegessen. Egal wenn, egal was. Hinein. Aber das ist schon ein bisschen wie ein Weihnachtsfuschino, was? Mit einem Fleisch. Und du hast nichts? Ich so, nein. Also, was höre ich da? Weihnachtsstress hast du gehabt? Nein. Kein Weihnachtsstress. Also, bist du richtig froh? Kommst du hierher zum Entspannen? Ja, genau. Etwa so. Ja, das ist
So, jetzt zeig mal deine. Oh, ja, noch der Bär, guck mal, noch da kannst. Du kannst ein bisschen blasen. Ich mach den Föhn. Ich mache einmal so. Ja, ist gut. Ja, das ist der Nasenloch-Spezialist, hä? Das sind Taugen. Taugen, ja. Taugen. Aber Nase und ja. Und immer wieder etwas spüren. Ah, da weiß ich eben nicht. Machen wir noch innen auch. Hey, Leute sind doch nie orange. Leute nie, ja, aber das ist dann eben Holzmaske. Ah, dann können wir es auch gut färbend anmalen. Deine kannst du anmalen, wie du willst, deine Gipsmaske. Das Verwaschen wird die eben hier drin haben. Und jetzt können wir den Rest auch ausziehen. Nicht mehr Geld drin. Ist das gut so? Und das andere einfach sehr kräftig. Ei, ei. Machen wir doch ein paar. Ich habe vom Geld. Nein, das ist jetzt gut. Und jetzt können wir hier auch. Darf ich rasch? So, drei aufziehen, hier aus dem Spitz. So, und hier wieder in den reinziehen. Und dann einfach bis. Hier, nicht viel weiter rein. He? Bis so hierher. Und dann tun wir den vorne mit dem Schwarzen drauf. Ist du bist der Föhn. Ich sage Föhn. Wie Mickey Maus, gell? Nur grün mit Bein. Nein, so ist es. So ist es vom Elz her. Wir haben die schöneren Larven. Du musst erzählen, Roli. Das ist jetzt das Modell 1 zu 20. Und das ist die Vorgabe von meinen Kollegen, was wir machen sollten, bis zum Umzug her. Also die Hexenkrawatte. Und das ist der Wagen, die Brücke hier. Drinnen so Sitz. Und oben drauf machen wir jetzt hier das Schloss. Hier kommen die zwei grossen Masken, oder vier grosse Masken, die hier vorne reingestellt. Was sind... Sollte denn jemand das hier sein? Kantonsrat, ehemalig, ich habe aufgehört, gell? Ja. So, wo verdienst du jetzt mehr, Joe? Da, oder? Kantonsrat. Ja, ist nicht der Riss. Hier ist es freiwilliger. Im Kantonsrat ist natürlich ein Uhren Einkommen. Aber Nara hat es mehr im Kantonsrat. Und das rechnet schon auf jeder Seite. Nara hat es im Kantonsrat mehr als bei uns in der Hexe. Aber auf dieser Seite ist es gut. Warte mal, nein, dann ist es so. Wo machst du es jetzt? Ja, ich hatte es so. Du willst es so, ich kann es nicht sehen. Das ist ein Joe-Brenz. Was ist mit dem Joe? Joe ist am Brenz. Joe ist. Oh, Roli, hast du mit der Rolle, was hast du zusammen geschafft, so mit dieser Kantose? Nein. Nein, gell? Nein. Nein, wir haben Nägel mit den Köpfen gemacht. Dann können wir zu wieder fressen und saufen. Wir sagen es so gerne. Du, genaue Sache da, hä? Ja, sicher. Also, es kommt Musik nicht genau raus, weißt du? Ah, was? Wieso Musik? Na, du hast schon Box, hä? Ah, so. Jetzt machen wir einen Ausschnitt, was ist der Sound denn? Hey, meint ihr singen selber ein bisschen? Ja, aber erst um 12 Uhr und dann ist aber niemand mehr rum. Kommt das Ganze mit Sagix geformt. Dann kommt das noch so rundliche Konturen über. Also wir tun dem Schloss auch noch ein bisschen. Muss nicht alles so pfeifen gerade sein. Nein, ist Schule. Das ist die Marke. Und ist ein Ja,
Ja, schauen wir mal. Dann machen wir noch das. Ja. Das Problem ist eben das. Das wäre eigentlich das Problem. Jetzt haben wir nur 7. Jetzt sieht es sehr fett aus. Da. Da, weißt du, die Höhe hier? Ja. Mit der Schere, das ist ganz groß. Das wird so. Warum haust du jetzt ab? Was machst du? Jetzt gehe ich einen Industriestaubsauger holen. Saugen, saugen! Hey Roli, pass auf, das ist schon fertig mit dem Ganzen. Ja. Jetzt etwa die Hälfte. Und hier. Weißt du, dahinter kommt das Grieß. Ja. Das ist jetzt kein Inch von der Autobahn durch. Jetzt wird gesaugen. Fertig jetzt. Achtung, Stefan! Ja, das war der noch. Der Sinn ist weg, dass man das Schloss nicht mehr sieht. Machst du noch den letzten Stich da? Dann muss noch Fenster machen, das tun.
Schloss würde ich rausschauen. Sage nichts mehr. Ja, bist du zufrieden? Nein, schau mal, sie machen alles kaputt, was wir gemacht haben. Schau mal. Schau dir mal an, hier, was machst du? Was heisst denn Schaf? Ein bisschen futuristisch, ja? Ja, so wie früher. Ja, wie das? Sieht gut aus. Super. Immer besser. Ja, immer besser. Zufrieden? Jawohl, tipptopp. Hast du noch der Künstler? Ja, genau. Zufrieden noch mit diesen Künstlern. Was willst du noch mehr? Wie heißt der Meinrad? Ja. So schnell sind sie sauber, siehst du? Die Frauen hätten überhaupt keine Ahnung. Das ist Das ist mein Trinker. Das ist mein Ich würde so ein bisschen abholen, aber so viel. Aber die schauen ja dahinter führen. Ja. Auf dem Krawattli sind es heben sie das Emblem und schauen drüber raus. Ja, aber das ist der Rappelo. Das ist Celi und das ist der Rappelo. Ich habe gemeint, Celi schauen nur die Nase drüber, über das Emblem. Ja, das ist ja. Du, wir schauen, wie wir es rausbringen. Außer uns weiss ja das niemand. Oder? Ich bin gespannt, was der Paar jetzt vorne sitzt. Wir probieren mal. Du bist eine. Ich will es ein bisschen eine. Versteht ihr, es muss nicht Zentimeter gerade sein. Das darf sogar ein bisschen schräg sein. Auf der einen Seite.
Will er nicht mehr? Muss man noch den Grind umdrehen? Ja, weißt du, ich will da nicht irgendwie so jetzt. Das ist ja ansetzen kann. Jetzt. Jetzt sind wir da. Ein Finger. Er ist sehr schön. Das ist genial. Das ist super. 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 Das ist richtig massiv. Jetzt ja. Hat er 3 Tonnen der Wagen. Ja, super. Das ist super. Das ist super. Nur einer, der Sepp. Hä? Philipp, schau mal. Das wirkt gut mit dem Rot, gell? Super, ja. Sieht gut aus. Gute Idee gsi. Gut, dann gibt es noch zu kleben, hä? Einfach schauen, das ist die Rückseite, die ausgefranst, gell? Ja. Der vorderste Schnitt ist auf der Seite. Auf der Gegenseite, ja. Und da müssen wir schauen, ob wir das noch nicht streichen. Weißt du, ein bisschen ausschleifen. Das macht kein Mensch. Wir haben jetzt das halt ein bisschen durchscheinen. Aber da steht der Schlosshexe und nicht ja, das ist etwas so Falsches. Dann überbleibt es. Das wäre einmal ein Umzug. Und wie geht es noch? Okay, ist real. Nehmen wir sie rauf. So, von dieser Seite. Ja. Das ist Zirkel wie verrückt und alles. Aber er ist seine Frage. Ja, dann müssen wir mal schauen. Bei dir ist einfach mit der Nase ein riesen Problem, oder? Ja, du und sonst, wenn du halt nicht kannst, schon rein tun. Meine, bei den Umzügen hast du eh drauf. Und nachher kannst du es auch da reinlagern, in der Fasnachtshütte oder so daheim. Oder dass wir schauen, dass wir sie hinten irgendwie befestigen können. Wie gross. Also für wen meinst du, würdest du es dann unter dem Jahr, oder? Ja, oder auch weißt du, mit Heimfahren auf dem Transport, oder? Ja, aber da sind sie da wahrscheinlich besser versorgt, als wenn sie da hinten drauf tun. So. Aha, ja, selbst schon in die Sonde rein. Also auch, wenn sie montiert sind. Ja. Ich meine, die sind stabil, die haben an dem... Ja, komm, wir probieren mal. Und dann tun wir hier anreisen, dass wir die Schrift legen können. Dann kann jemand mal anfangen mit der Schrift. Zwei Schriftmundieren. Ja. Innen gut? Ja, innen ist gut. Super, danke dir. Die Radioabdeckung können wir nachher noch machen. Achtung! Das R kommt noch zum Lenn. Jetzt füllen wir dort mal vorne an. Es gibt eine spezielle Tafel, dann haben wir die neutral, dann können wir die immer brauchen, oder? Aha, ja. So. Genau. Und dann haben wir nachher dann irgendwo auf die Höhe her tun. Jetzt halt gemessen, oder? Von unterkante Kini bis zum Boden. Ja, jetzt können wir sie so. Wir die so her. Wie hast du sie jetzt? Dass sie oben rausgekippt, oder?
Jetzt können wir sie dann eh abstellen. Dann müssen wir sie mal auf die Stange gesetzt. Zwei haben wir letztes Mal gehabt. Ja. Das ist etwa die Höhe, die wir denen haben, würde ich sagen. Ich hätte jetzt gesagt, dann tun wir hinten den Kloben am etwa 6 bis 10 oben. Sand oben? Ja, der an der Maske 6 bis 10 oben. Ich will ihn anzeigen. Die Leute schauen so, wir eigentlich gewundert Nasen. Rechts. Wir sind links nicht. Hier links. Ja, sonst ist es natürlich ein Eyecatcher, oder? Jetzt drehst du dann noch den Grind um. Oh, die Tore können wir nicht zur Geltung geben. Ich glaube, wir müssen sich die andere Seite. Ja. Wir müssen es gerade wechseln. Sonst kommt die Frisur hier unten. Das Tussi-Frisürli hier unten, nicht zur Geltung. Wir müssen rüber. Hast du nichts? So, kommen wir jetzt so, das Stadt durch. Gut. Musst du sie wieder bringen, Adrian? Das Gut, wir passen. Gut. Gut, wir sind aber noch. So, schon besser, hä? Hey, die Ufermeter, ja. Ja, warte jetzt. Jetzt rauf. So. Ja, danke. Dann nimmt vorne drauf. So, jetzt kannst du ablaufen. So. Jetzt. So. Von hier in der Mitte, 6. Von hier weg. Ja. Bis zum Stift, Mittelstift. Ja, so. So. Passt dir auf die Folie auf, Philipp, gell, die Schrauben. Weißt du, jetzt kannst du gleich unter die, ja, auf der Seite, oder? Ist es tief, ist es gut gewesen, in der Tiefe? Also weißt du, die Lage noch nicht, aber auf die einfach auf der Seite festmachen, das ist dann mühsam. So. Gut. Jetzt hier unten. Okay, das stimmt, hä? Gut, das ist hier oben das hier. Jetzt müssen wir die anderen schon her tun. Ja. Hast du? Weißt du, nehmen wir ein bisschen Abstand, ein bisschen diese Diversifizierung. Die würde ich so nie, ja. Weißt du, Jesus, sieht ihnen so ein bisschen militärisch aus, sind da alle in Reihe und Glied sind. Das ist nicht so gut. Aber das nicht, das ist gerade unten. Ich glaube, die Distanz alles stimmt. Hau es gerade ein.